Ich reagiere auf die lustigsten Brawl Stars Songs und ich bin echt überrascht. Kennst du schon Brawl Stars? Ist gerade im Hype. Sie machen Updates bringen im Brawl Pass, aber Matchmaking bleibt gleich. Warte mal, ist er hingefallen? Leute, mein erster eigener Match kommt! Ich reagiere auf die lustigsten Brawl Stars Songs. Ich bin richtig gespannt, was da für Lieder dabei sein werden. Ich bewerte die Songs in Schulnoten. Wenn du mich unterstützen möchtest, trage gern meinen Creator Code River in Brawl Stars ein. Und jetzt geht's rein ins Video. Okay, wir sind auf einer Wiese draußen, okay. Aber die Qualität ist wirklich nicht gut, wa? Eieieiei. Ich spiele jeden Tag Brawl Stars, weil ich finde es nice. Bruder, ey, welche Schwein sagt, dass es ein Scheiß? Ich spiele jeden Tag Brawl Stars. Oh mein Gott, er hat einfach... Oh mein Gott, er hat einfach eine Katze im Video drin, wow. Das ist mein Leben. Ich kann mir die anderen Games überhaupt nicht geben. Junge, die Katze geht ab. Ey, kennst du schon Brawl Stars? Ist gerade im Hype. Warte, wir bombardiert, denn deine Mic wird heiß. Also ganz ehrlich, man erkennt irgendwie gar nichts, oder? Durch Brawl Stars Hashtag Games wieder mehr Klicks. In Cash Real war es Geld und schon macht er überhandelt. Und bei so Brawl braucht es sich nennen, neuen Kanal auf Bruder. Einfach Brawl, Bro. Ja, Chat, also ne, an der Stelle erstmal vorweg. Leute, das Video dient nur zur Unterhaltung. Jeder, der hier drin vorkam, ich meine nichts böse, nichts persönliches. Ja, wie finde ich's? Also bisher, ich bin gespannt. Er ist auf jeden Fall draußen, finde ich super. Draußen Brawl Stars spielt auf jeden Fall eine gute Idee. Kamera und Ton ist bisher so, naja. Aber wir gucken weiter. Junge, die Katze einfach Highlight. Dann gibst du mir da draußen, schauen wir, was ich da sehe. Vielleicht Leon. Oh, Leon. Die Schöpfung kann es auch sein, Digga, Brust, das ist geil. Bin auf jedes neue Update. Aber man muss echt sagen, voll kreativ. Also er hat auf jeden Fall an verschiedenen Orten aufgenommen. Also ich muss sagen, wenn das eine gute Kamera wäre, also er hat jetzt schon wirklich verschiedene Positionen dabei. Das ist, muss ich sagen, gar nicht schlecht. Okay, welche Note gebe ich dem Song? Ich würde sagen, ich gebe ihm eine 3+. An sich, Text und so war gar nicht schlecht. Gesang, naja, geht auf jeden Fall besser. Aber ich muss sagen, cooles Video, also gut gemacht, viele verschiedene Orte. Ist in Ordnung. Auf welche Brawl Stars Songs soll ich als nächstes reagieren? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir haben jetzt hier den nächsten Song. Ich würde sagen, den gucken wir uns einfach mal an. Von Candy Brawl Stars. Okay, ich bin gespannt. Okay, wir sind in der Welt von Minecraft anscheinend. Bin gespannt. Klingt schon mal nicht schlecht. Ich nehme mein Handy, spiele den ganzen Tag. Ob Brawl Ball oder Juwelen. Ja, im Scoreboard bin ich erster Platz. Und jeder hat vor mir jetzt Angst. Okay. Passt es Level 50. Brawl passt immer gut. Trophäenfahrt schon lange fertig. Will, mache ich zwei. Mad Max, Brock und Jean. Jet Jax, Rock und Dean. Spike, Pam und Frank. Mad Mike, Sam und Hank. Tatara, Crow und Colt. Sam, Sarah, Joe und Holt. Was? Wer ist denn Sarah, Joe und Holt? Okay, ich dachte, er zählt alle Brawler auf. Hä? Penny, Mali, El Primo. Jenny, Bali und Miko. Vor allem ist euch mal aufgefallen, auf seiner Map sind überall Brawler versteckt. Wie hier zum Beispiel. Da ist einfach El Primo. Und da drüben ist, glaube ich, Crow. Hier, Leute. Oh mein Gott, da war einfach Spike. Da ist einfach Spike. Ja, hier ist Crow. Oh, legendär. Also ich muss schon mal sagen, ich finde das richtig cool, auch mit dieser Brawl Stars Welt, aber irgendwie mit dieser Minecraft Welt, er hat halt so viele Themen drin, die nicht Brawl Stars sind, keine Ahnung. Ins die mich verzieren, mythisch, werde ich nie kassieren, bei legendär müsst ihr abonnieren. Bei legendär müsst ihr abonnieren? Leute, okay, dann lasst mal einen Like und ein Abo da, wenn ihr das sagt, bei legendär müsst ihr abonnieren. Brock und Jean. Jax, Rock und Junge, wer sind jetzt Jax? Spike, Pam und Frank. Der mit seinem random Namen, Junge. Sam und Hank. Tatara, Crow und Colt. Sam, Sarah, Joe und Holt. Jetzt mal wirklich, wer sind Sarah, Joe und Holt? Was machen die in dem Song drin? Keine Ahnung, irgendwie passt das nicht. Weiß auch nicht. Penny, Mali, El Primo. Jenny, Bali und Miko. Ja,
aber der Beat ist cool. Okay. Und wir hören nie auf. Ich habe einen Riss in meinem Bildschirm, doch trotzdem höre ich nie auf. Und wir hören nie auf. Ich hab morgen Schule, doch trotzdem höre ich nie auf. Er hat einfach morgen Schule. Habt ihr morgen auch Schule? Tja, das war der Song. Welche Note würdet ihr geben? Also ich würde sagen, Text, naja. Also Text war in Ordnung, aber ich glaube, textlich geht da auf jeden Fall deutlich mehr, noch in Bezug auf Brawl Stars. Was man sagen muss, die Welt und so weiter ist eigentlich gar nicht schlecht. Also mit den ganzen Brawler im Hintergrund, wie hier zum Beispiel wieder El Primo im Hintergrund, finde ich gar nicht schlecht. Ich würde sagen, wir geben dem Song eine 1-. Ich denke, eine 1- ist hier fair. So, dann bin ich mal gespannt auf den nächsten Song. Junge, das ist ja ein richtiger Banger hier. Das ist meine Lieblingsstelle. Warte, jetzt. Oh ja, oh ja. Und jetzt. Und. Aha. Ja, Leute, also ich muss sagen, Frank, hier ein richtiger Banger. Ich muss sagen, Leute, ne, ganz ehrlich, Dauerschleife 10-Stunden-Version. Die kracht richtig rein. Also nee, Leute, was soll ich sagen? War natürlich nur ein Spaß. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht schlecht hier, unseren Frank einfach mal so einen Song zu geben. Coole Sache. Und ich würde sagen, der Song bekommt auf jeden Fall... Naja, der Text war natürlich... Naja, also, ne, was soll ich euch sagen? Text war jetzt nicht unbedingt so schwer. Ich glaube, den kann jeder von euch aus dem Stegreif selber singen. Aber ich würde sagen, der geht schon ganz gut. Würde ich sagen, eine 2- für diesen Song. Leute, ich habe gerade was entdeckt. Und zwar von Replay Totem, dem E-Sports-Team in Brawl Stars. Und zwar hat einer der Spieler den Song von Frank einfach selber gemacht. Aber ja, was soll ich euch sagen? Schaut einfach selbst. Leute, ganz ehrlich, das war gar nicht schlecht von ihm. Also, wie gesagt, ich glaube, das kann jeder. Aber ich muss echt sagen, coole Aktion von Totem. Der nächste Song ist ein Song über Nita. Und ich würde sagen, wir hören mal rein. Nita, du bist stark, mit deinem Geist verbunden. Nicht schlecht. Vor allem schön, Nita, auf Gruß rücken. Durch den Wald ziehst du Kreise, du bist ungebunden. Okay. Dein Brüll lässt die Erde beben. Junge, das ist richtig gut gemacht. Oha. Mit dem Geister, der an deiner Seite. Krass. Der alles niederfrisst. Ha, Leute! Oha, einfach Nita, Königin des Waldes. Okay, ich muss sagen, ich glaube, das ist KI generiert wahrscheinlich. Aber warum nicht? Klingt richtig gut. Einfach ein der Nita-Song. Leute, gebt dem Song mal eine Note. Ab damit in den Chat und schreibt mal Hashtag der Nita in die Kommentare. Nita, Königin des Waldes. Mit seinem Ja, Leute, ey, welche Note sollen wir diesem Song geben? Also ich muss sagen, der Song klingt richtig gut. Ich hätte mir aber eigentlich noch ein Musikvideo gewünscht. Also das wäre richtig cool zu dem Lied. Aber ja, ey, komm. Also der Song, den finde ich richtig gut. Ich würde sagen, der bekommt eine 1+ von mir. Also besser geht halt kaum, oder? Oha, Leute, der nächste Song wurde einfach erst vor 12 Stunden hochgeladen. Also der ist komplett frisch auf YouTube. Ich würde sagen, dann hören wir mal rein. Danke für die 100 Abos, wow. 100 Abo schon stark. 20.000 Trophäen, das ist schlau. 20.000 Trophäen auch. Schulz aus 50 Brawler, wie toll. 50 Brawler? Spiel Brawl Stars, das macht mein Leben voll. Ey, meins auch, ganz ehrlich. Immer Solo Showdown, da geht's ab. Legendäre Brawler schnell intakt. Egal ob Sieg oder Niederlage. Hab immer Spaß in jeder Lage. Hat er sich gut Mühe gegeben. Brawl Stars. Leben im Pixelglanz. Oh, im Pixelglanz. Jede Runde ein Siegestanz. Gemeinsam kämpfen Tag und Nacht. Brawl Stars haben uns stark gemacht.
glaube, das ist AI generiert, oder? Vielleicht Pixelglanz. Das Leben im Pixelglanz. Im Pixelglanz. Jede Runde ein Siegestanz. Gemeinsam kämpfen Tag und Nacht. Rollstars haben uns stark gemacht. Ja, das war sein Song, Leute. Puh, gute Frage. Welche Note geben wir hier? Also Grüße an den Brawlstars Boy. Song war gar nicht so schlecht für den ersten Song. Und ich würde sagen, wir lassen noch mal einen Kommentar da. Brawlstars im Pixelglanz. So, also ich würde sagen, der Song bekommt eine 2 von mir. Wenn hier vielleicht noch ein Musikvideo kommen würde, das wäre natürlich richtig, richtig cool. Aber so, der Song ist echt gut. Dann würde ich sagen, nächster Song, oder? Warum bleibt ihr stehen? Dieser Drecks Random. Meine Random bleibt auch immer stehen, kenne ich. Sehen. Er geht einfach verdammt nochmal AFK. Amen. Aber ich finde cool, er schreibt das den Text. Das ist mein verdienter Kill, also stopp mich ab. Du kämpfst sonst nur in deinem Busch und gehst nicht weg. Du kleiner Keck. Sie machen Updates, bringen im Rollpass, aber Matchmaking bleibt gleich. Ja, so Matchmaking wurde wirklich kaum verändert. Mein WLAN wieder schreit. Reden nur von Brawlern und überteuerten Skins. Doch sie müssen los, wenn das WLAN wieder schreit. Ja, WLAN-Probleme. Server bleiben gleich. Kennt jeder. Trophäenfahrt bleibt gleich. Matchmaking bleibt gleich. Oha, die alten Szenen vor allem. Clubs bleiben gleich. Ja. Ist er hingefallen? So Schrott, Schrott. Warte mal, ist er hingefallen? Warte mal, jetzt fällt er da hin? Er ist einfach umgefallen. So Schrott, Schrott. Schmeiß mein Handy durchs Zimmer, zerstöre es aus. Ja, Mates sind wirklich immer ausrasten, schlecht. Hab keinen Bock auf diesen Rotz, Rotz. Trotzdem spiele ich jeden Tag dieses Game. Denn es macht mich Fame. Ja, Leute, das war sein Song. Ich muss sagen, klar, erstmal Respekt. Er hat sich getraut, vor der Kamera zu singen. Respekt an dich. Also, welche Note geben wir da? Ist natürlich schwierig. Ich sehe gerade, oh mein Gott, der Song ist einfach schon 4 Jahre alt. Okay, ja, gesanglich, naja, was soll ich euch sagen? Ich glaube, da hatten wir in diesem Video schon bessere. Und von daher, ich glaube, naja, das gibt von mir eine 3-. Leute, ganz ehrlich, auf welchen Song soll ich als nächstes reagieren? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wollt ihr vielleicht einen zweiten Teil, wo ich auf die besten Brawl Stars YouTuber Songs reagiere? Und wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst gerne einen Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.